Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die Dino-Katzen zusammen mit der Katze und dem Feuerschatten auf der Schulter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Musik einfach nur so leise ist. Wir werden es bald rausfinden. Ich glaube es da. Jetzt da ist Musik. So, ich war ein bisschen verwirrt wegen der Musik. Wir haben letzte Folge ein bisschen weitergemacht an der Base oben, an der Verteidigungslinie hier oben, wo sich auch gerade schon ein Dino boxt mit irgendwas. Was ist das denn, was sich da hinten boxt? Er macht sich immer schön 12 Schaden, das ist gar kein Problem. Wer dezimiert sich denn da gerade selber? Es ist irgendein kleiner Dino. Bin mir nicht sicher, was es ist. Es könnte ein Pterodon sein. Ja, lass uns doch kurz mal hingehen und fragen. Wer bist du denn? Oh, das hat natürlich super funktioniert. Mit dem Glas auf der Schnauze. Super. So, da. 12 Schaden jedes Mal. Und was bist du? Hyänen! Das ist eine Hyäne. Meister Knuffig, die arme Hyäne. Die gibt aber schön Filets und Deservalek. Jetzt Keratin und rohes Filet und Keratin. Yay! Yeah. So. Das hat auf jeden Fall schon mal Wirkung gezeigt, was wir da gebaut haben. Das sehen wir jetzt auch ein, dass das auch auf jeden Fall cool ist. wir haben letzte Folge hier Metallwände gecraftet, die extrem schwer sind. Selbst wenn wir nur 25 davon tragen, können wir schon fast nicht mehr laufen. Das bedeutet, wir brauchen dafür einen Heavy Hitter und da würde ich mal sagen, wir nehmen... Wo bist du? Atomadler, wo bist du? Brauche ich dich hin? Da vorne bist du, Atomadler. Du müsstest nämlich eigentlich eine Menge tragen können, mehr tragen können als diese paar. Ja, du kannst nochmal 100 davon tragen, theoretisch. Also nochmal 100 Kilogramm. Dann holen wir uns das doch einfach mal. So, 23 weitere. Juhu! Komm, Atomadler, das kannst du auch noch tragen, oder? Sparglast 150 momentan, 244 bedeutet, jetzt kann ich noch mein Inventar voll machen und dann können wir trotzdem noch fliegen. Und das ist gar nicht so uninteressant für uns, denn, oh fuck, upsala. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, das müsste passen, das alles rüber, so. Das müsste noch gehen mit dem Tragen, genau. Wir müssen nämlich unten noch unsere Tore und so weiter machen. Oh nein, ich bin schon wieder auf dir. Nee, nicht Holz sammeln. Warum sammelst du Holz an der Stelle? Bist du behindert? Atomadler, hilf mich. Komm her. Hilf, Katze. Los, ich will hier nicht backen. Komm schon, hilf mich. Jo. Ist ein bisschen überladen, kann das sein? Das wird bestimmt den Braten jetzt fett machen. Oh, wir haben wirklich zu viel dabei. Was gibt's denn hier, was du noch... Oh. Oh, land mal bitte. Warte mal. Das ist ja cool. Hat da noch ein blaues Gedöns drin? Das ist ja cool. Komm mal her. Komm mal her, habe ich gesagt. Komm zu Katze. So, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Der ist nur... Der ist zwar blau, aber der ist halt trotzdem nur ein Bogen. Deswegen können wir den kurz zerschreddern. Ja, wenigstens ein bisschen Fiber und so. Cool. Und jetzt müsstest du eigentlich auch noch gerade so gehen. Vom Laufen her, oder? Nee. Immer noch 5 Kilogramm drüber. Ja, dann müssten wir das da wegwerfen. Das Öl und das Rotten Flash. Und das müsste aber eigentlich gehen. Wenn jetzt das Ding weg ist, dann sind wir zwar langsamer, wir könnten uns bewegen. Öl da rein. Das hier mal da rein. Und 10 Kilogramm weniger. Er müsste unglaublich langsam sein, aber er müsste jetzt fliegen können. Oh, wow. Du bist nicht nur ultra langsam, du bist das Langsamste, was ich kenne. Kann ich noch irgendwas rauswerfen oder muss ich jetzt wirklich anfangen? Oh, das kann ich zum Beispiel mitnehmen gleich. Ja gut, dann lassen wir halt ein, zwei von den Metallwänden noch hier, dann haben wir das Problem nicht. 1, 2, 3, so. Das müsste passen, damit wir hier wenigstens ein bisschen schneller unterwegs sein können. Oh, wow. Weißt du was? Fuck the police. Wir laufen. Du kommst trotzdem mit. Du bist auf Folgen gestellt.
Oder? Ja. Komm, wir gehen da jetzt runter. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Oh, das tut auch weh. Oh, was ist das denn? Ein kleiner knuffiger Dodo. Oh, wow. Ich steck fest. Und für solche Situationen habe ich das hier. So. Wunderbar. Zwar ärgerlich, dass wir das jetzt verwenden mussten, aber es hat funktioniert. So, wir haben 19 davon dabei und die werden wir auch ganz schnell mal setzen und verbrauchen, würde ich sagen. Indem wir das jetzt da hinsetzen und um das besser zielen zu können, nämlich das hier. Da müssten eigentlich Foundations sein, genau. Wir machen immer 2 hoch. Müsste für die meisten Dinos eigentlich reichen. Wir können ja später noch oben ein Fenster drauf machen oder so. So. Immer schön 2 hoch. Gucken wir gerade mal. Ja, das passt, oder? Mein Bronto oder ein Giga hält es jetzt nicht auf, aber... Gigas sind jetzt auch nicht unbedingt hier so häufig, sagen wir mal so. Welches Level bist du? Hallo? Welches Level du bist, habe ich gefragt. Level 11. Böse! Nicht meine Zeit verschwenden hier. Mann, jo, ey. Schlimm, sowas. Heiliger Bimbam. So, die Hälfte davon habe ich jetzt aufgenommen. Ich glaube, damit kann ich mich noch bewegen, oder? Ja. Heiliger, wir brauchen viel, viel mehr als 100. Wir sollten gleich direkt neue craften gehen. Das braucht ja echt viel, ey. Aber das reicht wenigstens, um diese Wand hier fertig zu machen. So. Schön. Das passt auf jeden Fall. Da kommt kein Dino mehr durch, sobald da das Tor drin ist. Auf jeden Fall nicht, ohne dass wir es wollen. Komm mal mit. So. Und da drüben ist jetzt so einer der nächsten wichtigen Schritte. Das ist nämlich der Teil, den wir noch mit der Wand geregelt haben. Der ist jetzt nicht so von wegen mit 1, 2 ist es getan, sondern den müssen wir alle ungefähr auf dieselbe Höhe hochstrecken. Und jetzt ist die Frage, wo genau liegt das Ding? Hier liegt das Ding. Die sind nicht versteckt, das ist gut. Wir machen mal überall erstmal einen drauf, einfach um das zu sehen, wie das aussieht. Eine mehr da. Und hier brauchen wir schon 2 zum Beispiel. Das ist hart. Mal ran auf den Meter. Komm. Da, wo du jetzt gerade bist, stehst du falsch. So. Alles anhalten, bitte. So. Sag mal, wie viel hast du noch? 24. Also nochmal genau die gleiche Menge, wie wir gerade schon hatten. Die wird sicherlich nicht reichen, denke ich mal. Wenn wir hier das da als die höchste nehmen, dann müssen wir schon mindestens so bleiben, oder? Ja. Das müssen wir irgendwie eigentlich gerade kriegen, aber das schaffen wir halt nie im Leben, das gerade zu kriegen. Aber wir schaffen es wenigstens hier die Mauern so zu setzen, dass wir die mal ein bisschen höher setzen können, bis zur Wasseroberfläche wenigstens. So. Dann sind wir hier nämlich an der Wasseroberfläche. Was ist... Oh nein, unser kleiner Feuerfox hört gerade was. Das ist nicht gut. Kleiner Mensch. Musst du aufpassen. Heißt das jetzt, ist gleich wieder nass? Beschwörst du gerade wieder das nass? Das ist nicht nett. Das könntest du auch einfach lassen. Oh, das Holz war jetzt natürlich wichtig. Ja, du beschwörst das nass. Du bist manchmal ein böses Feuerfox. Oh, und jetzt bin ich ein erfrierendes Ding. Ein erfrierendes Ding vor allem. Ein erfrierendes Katze. So. Wir haben hier immer noch eine Menge zu tun. Und das ist nur eine der Mauern. Da vorne ist ja nochmal so eine. Beziehungsweise da vorne.
Hier machen wir ja mit Stahlträgern im Boden. Bedeutet aber, wir müssen wieder zurück in die Base und weiter farmen, beziehungsweise weiter Dinge machen. Weiterhin brauchen wir auch ein Behemoth-Gate. In groß irgendwie. So ein Tor. Wenigstens mal für unten. Und wir brauchen auch Treppen noch. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir hier noch drin? Wie viel? 41. Bedeutet, damit können wir arbeiten. Mit 41 können wir auf jeden Fall nochmal ein Stückchen weiterarbeiten. So, 20 hier rein. Und die restlichen 21 von mir jetzt dahin. Metall. Was kostet das? 12 kostet das. Das kostet 25, okay. Also davon brauchen wir später ein Finish. Jetzt ist hier die Frage. Wir nehmen Large, der ist 5 Walls high. Der sollte eigentlich funktionieren. Also der müsste eigentlich passen. Davon brauchen wir aber so viel Metall. Das haben wir nicht mehr. Wir haben so gut wie jegliches Metall schon verballert wieder. Halt hart, dass wir das echt schon wieder haben. Also das Wasser müssen wir gerade noch offen lassen. Aber wir können trotzdem nochmal eine Ladung Wände herstellen. Die brauchen wir nämlich so oder so. Metallwände. 25 können wir nur noch herstellen, dann haben wir kein Metall mehr. Dann brauchen wir schon wieder Metall, das ist halt hart. Bedeutet, wir sollten uns eventuell immer damit beschäftigen, uns ein gescheites Ankilo zu suchen. Und ein bisschen effizienter Metall zu farmen mit einer Ankilo-Quetzel-Kombination. Dafür bräuchten wir aber auch einen Quetzel. Und Quetzel-Taming dauert lange. Lange dauert Quetzel-Taming. Das würde theoretisch funktionieren. Oh Mann, ich bin auch fast am Verhungern. Kann er nicht trinken, okay. Kann er nicht trinken, ich kann er nicht essen, meine ich. Das sind unterschiedliche Dinge, Mann. Obwohl, isst man Milch oder trinkt man Milch? Also ich trinke Milch ja eigentlich. Aber es ist ja wieder so eine Sache von wegen Lebensmittel. Es ist eine Speise und kein Getränk. So, komm. Kriegen wir das hin? Oh nein, man kann ja nicht auf den Wänden laufen. Cool, wir haben eine Eisbahn. Toll. Oh nein, wir können nicht mehr weitermachen. Oh Mann, oh Atomadler, komm schnell, gib mir den restlichen noch. Brauchen wir auch. Dann haben wir ein wenig mehr hier zugemacht. Dann kommen schon mal keine Haie von der Seite rein. Das ist schon mal cool. Wir müssen auch auf jeden Fall hier oben gucken, wie wir das machen. Ich glaube, dass wir hier einfach einen Zaun machen und nicht die Wände so hoch machen. Das wäre ist ein bisschen Overkill hier. Das ist zu hoch. Das hat einfach wenig Sinn, wenig Nutzen. Okay. Das könnte sehr knapp werden. Ja, das ist mehr als knapp. Wir haben es nicht. Wir kriegen es nicht hin mit denen, die wir hier haben. Wir schaffen das nicht. Wir bräuchten 3 weitere und selbst da vorne kriegen wir diese 3 nicht her, damit wir wenigstens mal hier oben fast eine Fläche erzeugen. Aber wir haben hier unten dann wenigstens mal eine Metallmauer und haben das zugemacht. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall schon mal awesome. Ich denke, das hier ist so die Höhe, die wir brauchen, die über der Wasseroberfläche ist. Ja, aber da müssen wir dann gucken, wie wir das hier machen zum Beispiel. Naja, jetzt haben wir 3, jetzt können wir wenigstens mal hier zumachen. So wie ich das sehe, genau, dass wir wenigstens mal hier das so weit zubekommen, wie wir das brauchen. So. Ja, theoretisch müssten wir es hier wirklich auf eine einzige Höhe setzen. Mit Zäunen dann jetzt hier noch lang, damit wir immer überall über der Wasseroberfläche sind. Du zum Beispiel bist ja zu hoch. Da die Frage. Du bist hier genau an der Wasseroberfläche. Du bist halt auch ungefähr Wasserhöhe. Genauso wie du ungefähr Wasserhöhe bist. Jetzt ist halt die Frage. Ist das noch die Höhe, die wir hier haben wollen? Ja, das ist so das Höchste, was ich haben möchte. Da ist jetzt die Frage.
Wie gut funktioniert das für uns jetzt, das hier so auf die Höhe zu bringen? Eine 3. Das wäre also die Höhe. Oder ist es die da? Die da ist es. Bedeutet, hier müsste dann schon wieder ein Zaun drauf. Genau. Naja. Komm mal ran. Ballinaadler. Können wir mit einem Adler ein Ankilo transportieren? Ich fürchte nicht. Naja. Wir können gleich mal gucken, ob wir ein Ankilo damit fortbewegen können. Nein, können wir nicht. Das bedeutet, wir brauchen ein besseres Ankilo, was uns dann wieder zu dem Thema Breeding bringt. Dafür bräuchten wir dann ein Ankilo gebreedet. Und ich denke, das ist machbar, wenn wir hier hinten außen nochmal so ein Gedöns hinstellen. Deswegen schauen wir gerade mal, haben wir denn hier noch Electronics gemacht? Haben wir. Haben wir genug gemacht für eine Klimaanlage? Elektrisch. Was fehlt uns dafür? Metallbarren, 80. 80 Metallbarren haben wir leider nicht mehr. Seniore. 80 Metallbarren müssten wir erst wieder sammeln. Haben wir hier auch keine mehr drin, oder? Nee, kriegen wir nirgendwo her. Hier. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Keine 80 davon. Naja, ziemlich bedauerlich. Wir müssten also Metallbarren farmen gehen. Jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das am blödesten? Wir können erstmal das Metall von unten mitnehmen und das noch weitersetzen. Fällt mir gerade auf. Das hier können wir noch weitersetzen. Und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir gleich noch mit Atomadler ein bisschen Metall farmen gehen. Können wir ja erstmal noch vom Pfote machen, das ist ja kein Problem. Und eventuell leveln wir da mit Atomadler auch noch ein bisschen. Das kann ja alles sein. Aber wir brauchen ja sowieso eine Zweierhöhe, fällt mir gerade auf, wenn wir das Ganze halten wollen. Ich will hier sowieso eine Zweierhöhe haben eigentlich. Bedeutet, ich muss hier noch überall einen draufsetzen. Und da geht's zum Beispiel nicht. Der will keinen zweiten drauf. Ja, das ist auch noch in Ordnung von der Höhe her. So. Ja, jetzt ist halt die Frage, brauchen wir das da vorne wirklich in der Höhenordnung? Wenn wir hier sowieso auf so einer Höhe sind, könnte es sein, dass du schon wieder zu viel bist. Ja. Genauso wie du. Ist auch zu viel. Du erfüllst wenig Nutzen für das, was du tust. Zwei Stück haben wir noch. Wir könnten hier dann mal das dann noch ausfüllen. Genau, da. Und dann können wir hier noch auch einer draufsetzen. Theoretisch könnten wir das Ganze jetzt schon vergabeln. Aber das würde uns nicht viel bringen. Ja gut. Was soll man großartig sagen? Ich denke mal, es ist wieder Zeit, die Folge zu beenden. Das bedeutet im Endeffekt, erstmal müssen wir gucken, dass wir einen Schumpnal für euch machen, damit ihr auch auf diese Folge klickt. Denn anders funktioniert YouTube ja einfach nicht. Ich kann da nicht einfach ein Video hochladen und das gucken Leute an. Das muss ja trotzdem ein Thumbnail haben und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir sollten hier dann mal gucken, dass wir uns irgendwo eine schöne Metallmauer suchen, die wir euch abfotografieren können. Das mache ich auch noch immer live in den Folgen, weil ich eine feine Katze bin, die das gerne mit reinnimmt, weil desto transparenter sind wir dann. Weißt du, Adli, du bist gerade ein bisschen im Weg. So. Eines Adli, komm mit. So, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen Eisennotz farmen. Das machen wir aber nach der Folge. Dann nehme ich ein bisschen was quatschen dabei mit Leuten. Oh, da ist ein Pteradon-Egg. Und vorher müssen wir noch einen Dino benennen. Heute benennen wir übrigens nur einen Dino. Einfach weil ich noch immer in einer Aufnahmesession bin in der gleichen und ich das ein bisschen unfair finden würde, wenn ich hier die ganze Zeit schon Dinos benennen würde, obwohl die Leute jetzt eventuell erst bei den neueren Folgen dazugekommen sind. Und ich würde mal sagen, wir benennen heute unseren kleinen Skorpion. Bis gleich! So, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, wir haben wieder unseren Skorpion umbenannt. Und dieser Skorpion hier, Hilfe Feuer, dieser Skorpion hier heißt jetzt Bruce.
Das war eigentlich ein Namensvorschlag für unseren Megalodon, also unseren Fischi. Da der aber Superfischi heißt, dachte ich mir, ich benutze den Namen trotzdem, weil ihr habt den auch ganz viel nach oben gewotet. Und das sehe ich natürlich auch. Und das bedeutet, irgendwas sollte Bruce heißen. Und deswegen heißt du jetzt Bruce. Ist auf jeden Fall cool. Und du bist auch ein Weibchen. Haben wir nur Weibchen? Wir haben nur Weibchen. Wir können gar nicht breeden mit denen. Das ist natürlich schade. Naja, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, ich würde einfach mal behaupten, die heutige Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen Base gebaut. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte oder auch nicht, dann lasst gerne eine Bewertung nach eurem eigenen Ermessen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und macht es gut. Bis dahin erstmal. Ciao. Throw your canes up.